liebe Fische, herzlich willkommen zu eurer Liebeslegung für den Monat August. Dies ist die Paarlegung, die Single-Legung ist ein anderes Video. Ich werde das teilen, wie angekündigt. Und dieses Video ist für dich, wenn deine Sonne, dein Mond, dein Aszendent und deine Venus im Sternzeichen Fische ist. So, die Kartenziehung findet hier allerdings statt. Oh. Wie auch schon Wassermann, die 9 der Schwerter als erste Karte. Ich mische diese Karten zwischen. Also, es ist nicht, dass ich die einfach nur reinstecke. Ich mische die Karten. Dann haben wir die 6 der Stäbe. Sieht also so aus, als würdest du dir grundlos um etwas Sorgen machen. Die 2 der Münzen. Fische in der Liebe im August. Dann haben wir die 7 der Schwerter, der Turm, das Ass der Schwerter, die 3 der Münzen. Fische in der Liebe im August. Der Wagen. Fische in der Liebe im August. Die 6 der Münzen. Und die 5 der Schwerter. So. Also, ihr beginnt eure Woche, naja, warten angesagt, mit den 7 der Münzen am Boden des Decks. Ist warten angesagt. So, wir haben beginnen die Woche beziehungsweise den Monat. Wahrscheinlich seid ihr in einer Energie, dass ihr euch Sorgen macht um etwas. Da kann ich aber euch direkt sagen, das wird nicht eintreffen. Also das, was auch immer ihr euch ausmalt in euren Vorstellungen, in euren Sorgen, das wird nicht passieren. Wir haben die 6 der Stäbe. Das bedeutet, da, also in diesem Vorhaben werdet ihr siegreich sein. Ne? Also wenn ihr euch Sorgen um eure Beziehung macht, dann braucht ihr das nicht. Das ist alles gut. Ich denke, bei euch geht sehr viel mental ab. Also ich denke, ihr seid sehr stark in euren Gedanken, ihr seid sehr stark in euren Sorgen. Die 2 der Münzen ist zwar, steht hier für Harmonie und Balance, aber die 2 Münzen kann auch einfach ein Jonglieren bedeuten. Und ich sehe das bei euch, dass es eine sehr stark mentale Energie ist. Also hier gibt es etwas, worum ihr euch eigentlich keine Gedanken machen müsstet und trotzdem tut ihr das. Ihr denkt da sehr viel drüber nach. Ihr denkt, vielleicht denkt ihr oder habt ihr die Sorge, dass euer Partner euch betrügen könnte oder belügen könnte oder ähnliches. Bei euch ist das, also geht das sehr viel im Kopf rum. Wir haben jetzt den Turm und das Ass der Schwerter. Es könnte natürlich sein, dass es hier zu einem Bruch in der Beziehung kommt. Das glaube ich aber nicht. Das wird vielleicht für einen klitzekleinen Teil von euch der Fall sein. Denn der Turm ist ja tatsächlich ein großer Arkana. Und daher, ja, es wird hier etwas zusammenbrechen. Es wird hier etwas einstürzen. Aber ich glaube, das ist eure geistige Einstellung. Denn wir haben hier die 7 der Schwerter. Ja, das kann Betrug symbolisieren. Aber dadurch, dass wir hier die 6 der Stäbe haben, glaube ich tatsächlich nicht,
dass hier ein realer Betrug oder ähnliches von eurem Partner vorliegt, sondern ich denke, das ist in eurem Kopf. Vielleicht habt ihr hier ein Streitgespräch mit eurem Partner. Könnte durchaus sein mit den Fünf der Schwertern, die auch hier unter dem Turm liegen, dass hier ein Konflikt mit eurem Partner kommt, der sich wahrscheinlich zu Recht da auch gegängelt fühlt, weil ihr das Schlimmste unterstellt, was aber nicht wahr ist, ne? Und dann kommt es einfach zu einem riesigen Streit. Oder ihr seht ein, dass das, was ihr denkt, eher von den Ängsten bestimmt wird und nicht von eurer Intuition. Da wir hier das Ass der Schwerter haben, was natürlich Klarheit symbolisiert, und gerade nach den sieben Schwertern, dann haben wir den Turm und wieder eine Schwertkarte. Hier aber eben in dem Fall eine gute Schwertkarte, weil das Klarheit und eine Lösung darstellt. Ja, das ist auch ein Neuanfang, ein Anfang eines neuen Denkens. Weil Schwerter sind ja natürlich auch mentale Karten, stehen für Gedanken, Kommunikation, Intelligenz. Und hier ist halt ein Neuanfang, der durch den Turm, also es wird quasi etwas Neues freigelegt, dadurch, dass hier etwas wegbricht oder wegfällt. Wie gesagt, es kann ein Streit sein, in dem euch klar wird, dass ihr Unrecht habt. Es kann aber auch einfach eine interne Klarheit sein, dass ihr erkennt, dass es ja, dass ihr euch da wirklich Sorgen gemacht habt, wo nichts zu finden ist. Mit den drei der Münzen baut man sich quasi etwas Neues auf. Die drei der Münzen kann für eine künstlerische Tätigkeit stehen, für eine, wenn es in Job bezogenen Legung ist, kann das natürlich für eine neue Stelle stehen oder für eine Ausbildungsstelle oder eine Schulbildung, alles in dieser Art. Dadurch, dass diese Karte aber mit dem Ass der Schwerter hier auftaucht, würde ich das eher darauf beziehen, dass es sich hier um eine neue Richtung handelt. Ja? Also mit eurem Partner baut ihr euch hier eine neue Ebene einfach auf. Das ist auch wieder was anderes als die ganzen... Also erstens ist es einmal hier eine Steigerung, ne, von den zwei der Münzen zu den drei der Münzen. Und vor allen Dingen ist es auch eine andere Energie als die Schwertenergie. Es ist fühlbar, es ist greifbar. Ne? Münzen sind ja das, was, also wie der Tisch, wie Geld, wie Kinder beispielsweise, die sind ja eine greifbare Manifestation eines Liebesaktes, ja. Also auch das kann einfach eine Münzkarte widerspiegeln, eben greifbare Dinge. Und das Erleben ist halt ganz anders als in dieser relativ kühlen Schwertenergie hier. Das ist eine warme Erdenergie. Dann haben wir der Wagen. Das ist natürlich ein großer, großer Aufbruch. Vielleicht habt ihr einfach den Meilenstein hier gesetzt, ihr habt den Wegweiser gesetzt in die Richtung, in die es gehen soll, und jetzt macht ihr euch hier auf. Und dann haben wir den nächsten Sprung eben zu den Sechs der Münzen. Die Sechs der Münzen ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und auch hier wieder haben wir die Münzenergie, die einfach warme Erdenergie widerspiegelt und ein ganz anderes Gefühlsleben auslöst als diese Schwertenergie. Natürlich haben wir hier wieder die Fünf der Schwerter. Also seid vorsichtig, habt keine Rückfälle, in Anführungsstrichen, weil das ist ja auch wieder ein Rückschritt, ne? Von den Sieben der Schwertern zu den Fünf der Schwertern, und das ist halt wieder ein Konflikt. Also seid vorsichtig mit eurem Denken. Wenn ihr wieder am Ende des Monats in alte Denkmuster reinrutscht, überprüft das sehr, sehr stark, inwieweit das euer Gefühl ist, eure Intuition ist, oder inwieweit das eure Angst ist, was da spricht. Weil eigentlich das, was ich hier sehe, was in der realen Welt passiert,
ist sehr angenehm und sehr harmonisch, nichts zu bemängeln. Aber das, was in den Schwertkarten hier vor sich geht, ist nicht angenehm. Okay, also euer Denken muss hier überprüft werden. Ich glaube, ihr habt tatsächlich ein Denkmuster, was, wo ihr euch selber im Weg steht. Ja, das kann ich, glaube ich, am besten sagen. Und das gilt es zu überprüfen, besonders Ende des Monats. Okay, dann schauen wir doch einfach mal, was die Orakelkarten für die lieben Fischlein im August sagen. Für die Paare. Ups. Wir haben göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es alles gut ist. Also, dass das Außen eigentlich gut ist. Oh, dann haben wir ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Geht hier auch wieder um göttliches Timing, göttlichen Zeitpunkt. Interessant. Und wir haben mal wieder ein Farbthema. Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Also ich denke, wie gesagt, eure Partnerschaft ist eigentlich recht gut. Euch steht nur die Angst um etwas im Weg. Aber zurück zu dem Farbschema. Wir haben hier tatsächlich ein, eine starke Emphase auf Blau, auf Indigo. Das ist natürlich das Halschakra und das ist Kommunikation, das ist miteinander sprechen. Bevor ihr euch hier in euren Gedanken verliert, sprecht eure Gedanken lieber aus. Beziehungsweise sprecht mit eurem Partner. Ich denke, das ist diesen Monat ganz besonders wichtig, damit ihr, vielleicht sprecht auch mit anderen. Ihr müsst hier nicht unbedingt immer nur mit eurem Partner sprechen. Wenn ihr Befürchtungen habt, sprecht mit einem Freund, einer Freundin, der ihr vertraut oder dem ihr vertraut. Und dann wird sich da einiges klären. Das ist oft gut zur Selbstreflexion. So, ihr lieben Fische, ich danke euch, dass ihr da wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen lieben Kommentar. Wenn ihr sagt, und natürlich ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Wenn ihr jetzt sagt, das ist jetzt gar nicht mit mir in Resonanz, dann schaut gerne auch mal bei eurem Mond, Venuszeichen und eurem Aszendenten vorbei. Denn dort sind viele Informationen, die euch noch nützlich sein können. Gerade in der Liebeslegung hilft es, wenn man da mal Mond und Venus sich anschaut, weil das so die Gefühlsebene betrifft. Okay, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder, allerspätestens in der Liebeslegung für den Monat September. Bis dahin, ciao!